Oh, ich hab gar keine Pfeile mehr. Ich hab 8 Kaffee, hab ich gefunden. Nice. Der Alex hat voll kleine Beine, Füße. Gar nicht. Doch, im Gegensatz zu mir hast du voll kleine Füße. Mhm. Wer hat eine Nachricht erhalten? Ich. Kann mir noch irgendwer eine weitere Kiste bauen? Unten sind ganz viele. Aber ich weiß nicht, ob ich die abbauen kann. Nee. Abbauen sowieso nicht. Unten haben wir einen Waffensafe, ne? Da okay, nice. Dann die Waffen rein, okay? Okay, das ist schön. Dann habe ich da noch Waffenteile für dich. Wo bist du? Unten beim Waffensafe. Okay. Im großen Raum oder wo? Unter der Treppe ist der Waffensafe. Ah ja, hier, okay, sehr schön. Ich schmeiße kurz vor dich eine SMG-Barrel. Ja. Wenn er fallen würde, aber tut er ja mal nicht, wenn ich nicht wegdrück. Und einen Sniper-Receiver. Habe ich noch einen Waffenteil? Nein, ich habe einen Sniper. Fehlt mir nur noch ein Teil. Und die ist geil. Aber die musst du dann bauen, ne? Also nicht bauen, sondern ja. Du weißt, was ich meine. Und eine SMG habe ich fertig. Nice, ich habe hier noch Nails für dich. Ja, gib mir mal Nails. Also alle Teile von der SMG habe ich durch diese coolen Loot-Kisten. Was sind denn das für abgefahrene Kisten? Die habe ich auch noch nicht erlebt. SMG? Hast du eine SMG? Ich habe eine SMG. Ja, ich lege sie gerade in die Kiste. Dann brauche ich nur noch... Warte mal kurz. Ich lege das Zeug gerade in die Kiste. So, also wenn wir alles, was sich in Gläsern trinkbar befindet, ist in der Küche in der Lücke, okay. Ja? Also wenn ihr was überhaupt oder was braucht oder auch leere Flaschen habt, bitte da reinlegen. Essen, wie gesagt, auf dem Herd. Wer schießt gerade? Gut. Brauchst du Hilfe? Oh, das ist ein großer, fetter Zombie. Brauchst du Hilfe? Wie viele Nägel braucht ihr? Okay, er braucht offensichtlich keine Hilfe. Oh. Na, dann sag doch was! Wo bist du, wenn man aus der Tür kommt, rechts, links? Ich hab alle Waffen, jetzt habe ich meine Weapon Repair Kits leer gemacht. Ich habe alle Waffen repariert. Nicht nur mit Nägeln, ja nicht so. Hört? Okay. Ich habe alle Waffen repariert, die ich hatte, und habe sie unten reingelegt. Okay. Ah, Sassi ist wieder da. Sassas! Schön, dich zu sehen. Fabel ist immer noch ein Armer. Ab rein mit uns. Also kennst du sie gar nicht, oder? So nackt? Ja. Erkenne ich sie. Vor allem das Gute ist, dass sie nicht mehr mit uns redet. Sie ist die perfekte Frau. Oh, Sexismus-Scherz. Sassi, hier unten nichts reinlegen. Nein, 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 nein. Nein, 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 Sassi, nein. Sassi, was machst du? Nicht hier unten reinlegen. Sassi ist stumm geworden. Ich brauche einen Schlafsack. Irgendwo einer? Bleib hier drin, ich hol dir meinen alten. Du bist ein Schatz, weil ich sitze da drin und warte jetzt. Und sobald ich einen Schlafsack habe, dann gehe ich auch wieder raus und suche meinen Rucksack. Aber okay, kannst du mir dafür noch einen Gefallen tun? Wenn du das Treppenhaus hochgehst, da sind direkt im Treppenhaus unsortierte Kisten. Ja? Wenn du die in die Küchenkisten einsortieren würdest oder anfangen würdest damit. Wenn ich mich so auskenne, versuche ich's. Weil falls ich verrecke auf dem Weg, ich lasse es mal so gut wie alles da, dann kannst du da anfangen zu sortieren ein bisschen. Ich versuch's. Das wäre mir sehr recht, ja. Ja, so ist das mit Mitbewohnern. Ja, Bier, ich brauche, oh, ganz dringend gerade noch ein Erste-Hilfe-Pack. Irgendwas fällt von oben runter. Haut irgendjemand oben was? Okay. Ich versuche mich jetzt mal in Stealth-Manier zu meinem alten Schlafsack durchzuboxen. Cool. Wünsche mir Glück. Viel Glück. Danke. Der war ja beim, also beziehungsweise wir waren ja davor bei dem Ofen. Oh Gott, warum sind hier überall so Lampen? Ah, da ist eine Lampe. Okay, da muss er irgendwo sein.
Also bei dem Hardware-Shop und bei der Tankstelle sieht es relativ ruhig aus im Moment. Sind eigentlich die ganzen Garagen schon ausgeleert? Nee, Häuser und Garagen noch nichts ausgeleert. Jawohl. Also Riz, du klingst schon deutlich weniger hallig und so, das ist schon angenehm, aber leider immer noch relativ, aber leider hast du jetzt immer noch diesen herben, dieses herbe Rauschen drauf. So ein bisschen wie CB-Funk klingt das. Ah, da ist er. Ich gehe sonst mal. Ich reconnecte gleich. Ich spiele auf dem Haus. Grab mal Gärtner. Unser Haus kommt sogar. Wir haben ein kleines Hordenproblem vor unserem Haus. Was? Ja. Wir haben ein kleines Hordenproblem vor unserem Haus. Und wir haben ein Treppenproblem in unserem Haus. Die kommen hoch zu ungeschützten Stellen, okay. Alex. Kommt bitte raus, ich brauche komme. Hilfe. Ich muss den noch kurz tracken. Ich komme. Und zwar aus der Tür raus und nach links rausgehen, da zu dem Auto. Das sind richtig viele, ja. Wir haben ein Treppenproblem. Wir kommen. Wir haben ein Treppenproblem, die kommen hoch. Kommen. Wir haben ein Treppenproblem, wo kommen die? Ja, durch die Spikes kommen sie hoch. Durch die Spikes? Ja, hier, da okay, oben sind sie. Da arbeite ich dran. Erster Stock oder wo sind sie? Erster Stock. Ah, warte, ich nehme die Knüppel. Die Nagelpistole macht ja nichts. Ja, die scheint irgendwie nicht so tauglich zu sein. Nee. Waren das schon alle? Es hat noch einen fetten, habe ich gesehen. Okay, folgst du mir oder? Da vorne kommt wieder eine neue. Unten. Ich bin tot. Okay. Ich habe einen Schlafsack für den Gunter mit, aber er hat noch nicht gesetzt. Also bitte, Gunter retten. Gunter, halt dich zurück. Bleib im Haus. Ich komm runter. Ich habe ja meinen Haken. Gunter, bleib im Haus. Bleib im Haus, Gunter. Gunter, rein mit dir. Ich sehe keine Chance. Ah, Gunter redet nicht mehr mit uns. Gunter. Gunter, hier. Schreib halt auf P. Schlafsack. Ich mach das schon auf die Außen. Die kommen so hoch, ha? Ja, die kommen über die okay, Spikes dann mach drauf. Ich. Warte. Ich mach's von außen. Okay. Warum hat Gunter kein Gespräch mehr mit weil uns? Weil ihr Handy kein Akku mehr hat. Es gibt ja nicht Ladekabel, die man anschließen kann. Ja, hat jetzt gerade keins da, deswegen. Sie will ihr Handy für morgen laden und. Warum hast du die Nächte so lange gemacht? Was hab ich? Die Nächte sind zu lang. Aber geil, oder? Nein. Geht so. Oh, das ist schon cool. Schon abgefahren, Alter. Da muss man ja richtig jetzt haushalten. Jetzt gibt's halt kein Reinforced Concrete mehr. Ich konnte keinen mehr machen. Ich mache jetzt normalen, das ist mir wurscht. Riz, baust du uns eigentlich auch eine Cotton Farm? Auf dem Dach habe ich angefangen, eine Potato Farm zu machen. Mit der Erde, die ich hatte. Okay. Also auf dem Dach können wir Kartoffeln anbauen. Ja. Zum Glück habe ich gerade im Inventar angefangen, wieder Beton zu machen. Okay. Okay, wir haben eine Eisenkiste, wir Ach, haben eine Getränkekiste. Wir haben eine Eisenkiste. Das wird nicht reichen, der Beton. Nicht? Ich weiß es nicht. Was ist da schon gut? Ich konnte einmal rumziehen, aber mehr nicht. Was ist denn genug? Ich habe jetzt noch genau 5 Concrete. Hallo! Eisenkiste. 5. Medizinkiste. Kleidungskiste. Siehst du mir diese Concrete? Hm? Immer diese Concrete. Vor der Tür mache ich einen Graben. Willst du Concrete haben? Ja. Diese 5. Leichengraben. Okay, warte, ich droppe sie dir. So. Liegen da. Hinter dir. Ah, wo bist du? Hast du es eingesammelt? Keine Ahnung. Ja, doch, ich hab's eingesammelt. Sehr gut. Und wie immer bitte wieder nicht alle Kisten komplett leer räumen, wenn wir nur wenig Ressourcen drin haben, sondern... Die Schaufeln sind wo? Werkzeugkiste habe ich noch nicht, die könnte die zweite von links sein. Die zweite von links wird jetzt die Werkzeugkiste. Ich brauche eine Schaufel. Also direkt... Ja, wir haben noch keine. Doch, wir haben viele Schaufeln. Okay.
Dann hatten wir sie vielleicht noch im anderen Haus. Brauchen wir eigentlich noch Wasser, um was anzubauen? Ich weiß es nicht mehr. Also ich denke nicht. Ich denke aber nicht. Ich mach die Küche ein bisschen kaputt, dann kann ich auf Dauer mehr Kisten bauen. Animal Fat. Nails. Bücher. Animal Fat. Medizin. Feather. Oil. Eisen. Werkzeug. Kohle. Medizin. Trinken. Medizin. Pflanze. Pflanze. Also ganz leicht ist es für mich auch immer nicht, die Sortierung einzuhalten, aber wenn ich die Kisten erstmal so ein bisschen gefüllt habe, dann wird es euch auch schneller klar werden, was was ist. Auf dem Dach ist auf jeden Fall jetzt eine Kotten. Ich muss einen Schluck trinken, bis gleich. Hat schon jemand rausgefunden? Ach, Kotten ist oben, sehr schön. Hat jemand rausgefunden, womit... Kartoffel. Okay. Wollt ihr eigentlich Waffen aus dem Safe nehmen? Waffen aus dem Safe? Waffen aus dem Safe? Nee, ich brauche nur meinen Spike Club. Mehr brauche ich nicht. Hat einer von euch noch Cloth Fragments oder Cotton? Nein. Okay. Hallo, Große. Hat einer von euch schon rausgefunden, was Pflanzenfett bringt? Nein. Okay, auf dem Kühlschrank sind jetzt Tiersachen. Nein. Keine Kettensäge. Alter, du lockst uns die Horde jetzt an. Riss. Das bin nicht ich. Alex, du lockst uns die Horde an. Die nächste. Was die Ogre dir hat, oder? Ja, die Ogre ist zu laut. Aber zu ihm ist gerade die Sassi rübergegangen, deswegen ist er jetzt abgelenkt und hört nicht mehr auf uns. Aber er muss jetzt gerade unbedingt orgern, während er sich mit seiner Freundin unterhält. Ja, dann kann er sie ja orgern. Ja, hier. Vorsicht, das ist alles in der Aufnahme, ne? Du bist jetzt dann als Perversling abgestempelt. Was, du nimmst auf, sag mir das. Ich nehme immer auf. Und dann kannst du ja einen Piepton drüber tun. Alter, als ob ich so Bock hab, so viel zu... Editieren. Editieren ist voll stressig. Am einfachsten ist einfach aufnehmen und schneiden und hochsetzen. Naja, der Alex scheint sich gerade irgendwie vom Gespräch wieder rausgenommen zu haben. Wieso auch immer. Ich power mich jetzt mal kurz ein bisschen auf noch, bevor ich, glaube ich, für heute dann auch irgendwann Schluss mache. Es ist Tag, Zombie. Du machst mir keine Angst mehr. Und du bist alleine. Ich
brauche mehr Cloth Fragments. Ich möchte mich endlich bekleiden. Vorne links ist ein sehr determinierter Zombie bei mir. Der läuft irgendwie ganz schnell humpelnd über den Weg. Sehr amüsant. Alter, das ist cool. Das ist auch cool. Das ist auch cool. Das ist auch cool. Was soll ich denn machen? Ich glaube, ich mache das. Ich verrecke jetzt wahrscheinlich vor lauter Aufgedrehtheit, dass ich gleich voll cool bin. Oh ja, danke für Verhungern, ja. Ich habe zwar nichts zu essen dabei, aber zumindest kann ich einen Schluck trinken, bevor ich verhungere. Und mich dann auf den Weg nach Hause machen, um mir noch was zu essen zu holen. Ja, aber weil ich jetzt gerade voll davon begeistert war, wie geil ich gleich aussehen werde. Habt ihr nämlich gleich völlig abgestunken. Ich meine, ich bin eh schon der heißeste Charakter. Aber gleich werdet ihr völlig von mir überwältigt sein. Du weißt ja, dass man seine Kumpels immer mit Kleidung und... Hallo, Cheerleaderin. Ups. Fuck you. Kein Headshot geschafft. Hat sie mich erwischt und aber zum Glück nicht getötet. Mit Kleidung und mit teuren Autos muss man seine Kumpels immer immer beeindrucken, ne? Das weiß der. Natürlich. Oh, wir haben hier immer noch ein Treppenproblem. Ja, das haben wir leider. Ja. Welche Art speziell gerade? Die Spikes sind am falschen Ort. Einfach an einer Stelle ist das Problem noch. Bin ja froh, dass ich euch mit dabei habe, weil ich selber ja so bauunwillig bin. Aber... Fuck, wir haben schon fast einen Cloth abgebaut. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Cloth opfern, ein bisschen Baumwolle opfern, um was anzubauen. Aber erstmal muss ich was essen. Alter, ihr seid doch solche Arschlöcher! Sagt mir halt, dass ihr einen Graben gebaut habt. Das habe ich gebaut. Vielen Dank. Hast du denn nicht? Ich renne gerade in die Tür rein. Ich renne gerade rein, weil ich am Verhungern bin. Und... Dafür verschließe ich die Tür für dich. Nein, ich mach's nicht. Oh, ich hab's gemacht. Ich wollte es nicht. Was? Fuck, ich kann's nicht mehr ändern. Ich hab die Tür abgesperrt und komm nicht mehr raus. Ich hab sie abgesperrt und konnte sie nicht mehr aufsperren. Doch, wir haben neue. Ja, die baust du gerade, oder? Stirbst du gerade? Ja, nein, man kommt raus. Aber es ist schon schmerzhaft, dieser Graben da. Ja. Danke dafür nochmal. Ich bin gerade nochmals reingefahren. Das finde ich gut. Wenn du jetzt stirbst, dann musst du erstmal was kochen, weil wir haben kein Essen mehr oben. Oder du musst dir das Lotto spielen. Gute Güte. Ich meine, verbraucht aber jetzt die Sachen, das Essen und so deutlich schneller als davor. Kann das sein? Kann das sein, dass ihr mir alle meine Bandagen geklaut habt? Nein. Es sind aber keine mehr da. Eisen. Naja, okay. Was wollte ich tun? Ich wollte mit... Okay, gehen wir gerade völlig ungeplant vor. Ich wollte eine Cloth Farm anfangen. Bevor ich dann noch cooler werde.